So, leicht verplant, aber hochmotiviert geht's direkt weiter mit dem ganzen Beleuchtungszeug. Und ihr seht, das hängt jetzt momentan vorne dran. Ich habe oben noch ein bisschen umgebaut. Ich habe da nämlich einen Stecker hingemacht und hier hinten eine Buchse. Denn dann kann ich, wenn ich das hier so eingebaut habe, Dach einstecken und draufstecken und dann ist das fest. Ja, also das habe ich hier noch gemacht, aber das zeige ich euch ein anderes Mal auch nochmal im Detail. Und jetzt haben wir noch Beleuchtung auf der hinteren Seite. Und da wollte ich eigentlich ursprünglich mal so Lampen selber machen. Das habe ich aber verworfen. Und ich habe jetzt hier einfach so Lampengläser bestellt. Und zwar sehen die so aus. Die haben mir jetzt für den LKW ganz gut gefallen. So, und die passen nämlich hier einwandfrei genau hinten da drauf. Und da kommt einer links und einer rechts. Ist das auch richtig rum so? So, oder? Ja. So, also einer links, einer rechts. Und da werden wir auch direkt einfach 3 mm LEDs wieder einbauen. Relativ simpel. Fast. Denn wir haben auf der Rückseite sehr, sehr wenig Platz. Das heißt, ich muss die LEDs kurz abschneiden. Habe also nicht viel Platz zum Löten. Und wir werden direkt die Kabel hinmachen. Und dann das hier reinziehen und da drinnen dann, also zwischendrin, den Widerstand anlöten und dann nach vorne gehen. Ja? Und hier kann ich dann wirklich ein bisschen bündeln auch. Das sollte ganz gut funktionieren. Ja? So, was kommen für LEDs rein? Wir haben 3 mm und in Orange für die Blinker. Wir werden die weißen nehmen für Rücklicht und Bremslicht. Und wir werden rote nehmen für das normale Rückfahrlicht, weil dann ist es automatisch ein bisschen schwächer. Ja? So, das ist jetzt auf der Seite und für den Anhänger später habe ich von Lesu ein paar Lampen. Weil die euch auch gleich zeigen, die bauen wir aber erst nachher ein. Die schauen dann so aus. Und die kommen schon mit einer LED-Platine, mit so kleinen SMD-LEDs. Mal gucken, ob das alles so funktioniert. War von meiner Seite her eigentlich gar nicht so geplant, deswegen müssen wir schauen, aber ich finde es eigentlich ganz nice mit der Platine. Deswegen, ja, müssen wir mal schauen, ob wir die so nehmen oder ob wir da auch LEDs einbauen. Also halt die normalen LEDs einbauen. Aber das wird nachher dann Sache beim Anhänger, beziehungsweise beim Auflieger. Ja? So, wir fangen hier an und ich habe mir das einmal kurz ausnotiert, was wohin kommt. Und dann bauen wir hier schon die LEDs schnell ein. Und ich habe hier auch schon einmal durchgebohrt für die Befestigungsschrauben, denn wir schrauben das Ding hier einfach ganz stumpf nachher hin. Das machen wir aber jetzt vorher schon mal einmal, dass wir kurz vorbohren ein bisschen. Dass das nachher einfach schon erledigt ist und ich mit den ganzen Kabelgefrettern nicht mehr durchbohren muss. So. Also dann passen wir das jetzt einmal an und dann kommt das Ganze hierher. Und dann wollen wir jetzt hier die LEDs einbauen und fangen wir vielleicht mit den Blinkern an, das ist immer am einfachsten. So, jetzt wie machen wir das mit den Widerständen? Ich weiß ja dann nicht mehr, welches Kabel ist. Oh Gott. Oder machen wir überall einfach die gleichen Widerstände? Wir haben die 500, da brauchen wir überall. Hier sowieso, hier auch. Dann kriegen die Weißen jetzt auch die 500er. Dann ist das Thema einfach erledigt. So. Kurz und schmerzlos machen wir das. Also, dann haben wir hier einmal Orangen. Die werden wir jetzt nicht mit Heißkleber, sondern einfach mit ein bisschen Sekundenkleber festkleben. Dann haben wir hier so rum. Ist echt die Frage, löte ich die jetzt wirklich erst da drinnen? Nee. Nein, anders. Wir löten jetzt überall die Kabel hin.
ganz, ganz knapp und biegen dann die Füße auch gleich dementsprechend zur Seite. Ich habe mir gedacht, ich kann ja jetzt Plus und Minus nicht unterscheiden, denn ich will die schwarze Kabel nehmen, die dann auch gleich besser ausschauen. Aber wir werden zwei verschiedene Kabelstärken nehmen. Das heißt, wir nehmen für das Minuskabel hier das dünne und das Plus wird das eins dickere. Dann haben wir hier rechts ist Minus. Das knipsen wir jetzt ganz, ganz, ganz eng ab. So, nachdem die ganzen Lampen jetzt eingelötet sind und so gesehen eingeklebt sind, sieht das Ganze so aus. Wir haben hier einen ganzen Kabelbüschel. Wie gesagt, ich bin mir sicher, man hätte das irgendwie vereinfachen können, aber so funktioniert es. Und ich habe auch mal die Kabel abisoliert und habe jede einzeln schon mal getestet, dass mich jetzt hier nichts überrascht. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt einbaue und dann geht eine nicht, weil es kann natürlich auch immer wieder mal sein, dass in so einem Päckchen eine ist, die nicht will, das wäre jetzt echt übel. Deswegen habe ich die jetzt alle getestet. Und jetzt dachte ich mir, jetzt haue ich überall an die Pluspole. An die dicken Kabel. Wenn ich mich nicht irre. Dann haue ich jetzt da überall den Widerstand hin. Und werde dann die Pluspole zusammenführen, dass wir da nur noch ein Pluskabel so gesehen nach vorne führen. Und bei den Minus werde ich auch die so weit zusammenführen und dann immer nur noch ein Kabel mit nach vorne nehmen. Ja? So mal der grobe Plan hier auf der Seite jetzt. Das heißt, ich löte jetzt erstmal die Widerstände ein und dann schrauben wir das ganze Ding schon mal dahin und dann ziehen wir die Kabel nach vorne und dann sind wir irgendwann tatsächlich mit diesen Lampen hier hinten fertig.
Ich habe mal kurz umgebaut, habe das Modell hier umgedreht und die Reifen weggemacht und habe jetzt hier ein bisschen was hergerichtet. Das heißt, ich habe einmal hier so ein Stromversorgungsding, da stecke ich jetzt gleich den Nipo an, dass wir hier mal ein bisschen Strom drauf kriegen. Habe dann hier schon mal die beiden Plus-Leitungen verbunden und alle anderen Dinger hier sind ja jetzt die Minus-Leitungen, die im Endeffekt jetzt die Lampen dann über die Module an- und ausschalten. So, und ich kann alle verbinden, außer die Blinker. Das heißt, ich suche mir jetzt tatsächlich auch als allererstes die Blinker raus, denn dann sind die schon mal weggefrühstückt und wir können uns auf die anderen drei konzentrieren. Und wie gesagt, da werden wir jetzt dann immer links und rechts einfach auch zusammenschließen, dass nur noch ein Kabel und nicht zwei nach vorne gehen. Ja? Das heißt, wir sparen uns unterm Strich dann drei Kabel eben, die wir nicht mehr nach vorne führen müssen. So. Dann legen wir mal los, machen wir mal Strom drauf. So, und jetzt wenn ich hier durchgehe, seht ihr, gehen die nach und nach an. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach alle einmal durchschalten. So, die liegen hier aufeinander. So, wie ihr seht, so, hier ist einmal Blinker und glaube ich, der war der Blinker. Ist ja wunderbar, ist wie bei Memory jetzt. So. Das heißt, jetzt suche ich mir den Blinker hier raus und da löten wir jetzt gleich mal ein langes Kabel hin. Aus. Und dann gehe ich jetzt einfach eins nach dem anderen hier durch. Wie gesagt, die gleichen werden verbunden und die Blinker, da habe ich ja links und rechts getrennt, die führe ich ja dementsprechend einzeln nach vorne. So, ich habe das ganze Ding jetzt mal wieder zusammengebaut. Hier sind die ganzen Kabel, die müssen jetzt natürlich noch nach vorne gelegt werden. Aber wir wollen es jetzt einmal durchtesten. Das heißt, wir hauen jetzt hier einmal den Plus drauf. Und jetzt haben wir hier unsere fünf Leitungen, die nach vorne gehen, die Minusleitungen. Strom drauf. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Wir haben hier das Rückfahrlicht. Wir haben hier Blinker links. Wir haben hier Blinker rechts, sieht auch gut aus. Wir haben hier normales Fahrlicht und wir haben hier die Bremse. Ja, passt, oder? Jawohl, sieht doch soweit schon mal ganz gut aus. Heißt hier Bremse, Rückfahrlicht, Bremse. Die Bremse ist tatsächlich jetzt heller mit dem Rot irgendwie. Oder war das die Bremse? Nein, das ist die Bremse. Das ist die Bremse. Das ist Rückfahrlicht, das ist nämlich in Rot. Oder haben wir da? Nee, wir haben doch Rot hier drüben eingebaut. Rückstrahler, ja. Rückstrahler in Rot. Wirkt fast heller. Stört mich jetzt aber nicht, ist okay. Bremslicht geht ja dazu an, das heißt, er würde ja dann so ausschauen. Bremsen und Licht. Ja, ist okay. Bremsen geht ja nicht immer an. So, Blinker rechts, Blinker links und das Rückfahrlicht. Wunderbar. Jetzt noch die Kabel nach vorne legen. Und genau, jetzt haben wir noch die Lichter für den Anhänger, für den Auflieger. Und genau, damit geht es dann dementsprechend auch direkt weiter. So, wir sind angekommen bei den Rücklichtern für unseren Kipp-Auflieger. Und hier machen wir es uns ein bisschen einfacher. Ich habe ja eben zwei verschiedene Dinger bestellt. Einmal das, was wir eben das letzte Mal eingebaut haben, wo keine LEDs mit dabei waren. Hat gefühlt, nicht nur gefühlt, also es hat in Echtzeit ein bisschen was über 2 Stunden gebraucht, bis alles eingelötet war, bis alles dran war. Immer wieder zwischendrin habe ich es ja mal getestet und so weiter, damit da auch ja nichts schief geht, bevor ich es einbaue. Also es hat echt Zeit gebraucht. Hier werden wir mit Sicherheit wesentlich schneller sein. Das heißt, ich habe hier so einen Leso-Bausatz einfach bestellt. Da waren jetzt die Rücklichtgehäuse drin, ein paar Schrauben mit dabei und hier eben schon fertige Platinen. Kommen wir nachher gleich drauf zu. Dann sind noch so Verlängerungskabel mit dabei, die brauche ich nicht. Und Schrumpfschlauch war dabei, brauche ich auch nicht. Und eine Anleitung, wie das Ganze eben zusammengebaut wird. Und vor allem auch, wie die
Platinenbelegung oder der Anschlussplan ist. Und jetzt ist es so, wir haben hier nur drei Anschlüsse. Wir haben weiß, also Rückfahren, Rückfahrlicht. Wir haben den Blinker, links und rechts jeweils. Und wir haben einen Anschluss für Rot, also für rotes Licht. Und zwar leuchten dann alle roten auf der Platine. Es gibt kein separates Bremslicht. Und ich schätze aber, weil hier normalerweise gibt es so einen Lichtcontroller, Lighting-Controller, den ich natürlich nicht habe und auch nicht kaufen werde, weil ich ja ein anderes Lichtmodul hier in der Verwendung habe, das für das ganze Modell dann arbeitet. Und ich schätze, dass das hier die Bremslichter emuliert. Durch höhere Ströme oder anderen Widerstand oder sowas. Das macht meins jetzt natürlich nicht. Das heißt, ich habe hier schon ein bisschen rumprobiert und habe mir folgende Lösung überlegt. Das heißt, wir schließen bei den roten Lampen den Widerstand nicht auf Plus, sondern auf Minus. Und dadurch komme ich, also ich schließe dann zwei verschiedene Widerstände an. Das sieht dann so aus. Also Plus gehen wir ganz normal hier mit der Bordspannung rein. Und auf Minus haben wir jetzt zwei. Und auf den einen Widerstand, den höheren, das wird ein 720er sein, wird das normale Fahren, also das Fahrlicht, Rückfahrlicht sein. Das heißt, die roten LEDs leuchten, aber nicht in voller Intensität. Der kleinere Widerstand daneben, der wird auf die Bremsleuchten geschalten. Und wenn ich bremse, kommt der Strom so gesehen damit dazu, beziehungsweise wird dadurch geleitet, weil der Widerstand natürlich kleiner ist. Ja, Strom sucht sich ja immer den schwächeren Widerstand aus. Das heißt, die LEDs werden heller leuchten. Ja, ich habe es schon mal getestet, das heißt, ich kann hier wirklich umschalten. Ich kann ganz normal eben in gedimmter Form so gesehen das rote Licht leuchten lassen. Und wenn ich bremse, dann nimmt er den anderen Widerstand und dann leuchten die auf. Ja, dadurch kann ich auch mit dem normalen Lichtmodul, das ich verbaue, beziehungsweise dem Bremslicht, das hier dabei ist, kann ich dann ganz normal eine Bremslichtfunktion hier mit dazu schalten. Ja, so zumindest der Plan. Ich hoffe, das funktioniert auch soweit alles. Und genau, wir haben noch ein paar Schrauben mit dabei und im Endeffekt wird das jetzt hier einfach bloß reingesteckt und dann mache ich einen Schrumpfschlauch drauf und ich habe hier schon mal Löcher gebohrt. Da packen wir das ganze Zeug dann rein und wir werden die Lampengehäuse habe ich jetzt mal geplant, einfach stumpf hier mit Heißkleber hinkleben und dann ist es eigentlich soweit schon hinmontiert und wir müssen nur noch die Widerstände einlöten, links und rechts zusammen, damit wir nur noch ein Kabel nach vorne haben, etc. etc. Das werden wir jetzt alles direkt machen, ja, geht also relativ simpel. Wie gesagt, wir bauen das jetzt schnell ein, löten dann die Widerstände hin, ziehen die Kabel nach vorne und dann könnten wir es eigentlich auch schon einmal testen. Ja? Also, legen wir los. So, jetzt sind wir bei den roten Rücklichtern angelangt. Ich hoffe, ihr seht das. Guck mal. So, das heißt, jetzt leuchten beide Seiten rot. Sieht man das auf der Kamera? Ich hoffe es.
Und jetzt machen wir es im Endeffekt so, dass wir jetzt mit zwei Leitungen nach vorne gehen. Also ich habe meine zwei Kabel schon vorbereitet. Bei den anderen haben wir immer nur eins, beziehungsweise Blinker links, Blinker rechts und dann einmal zusammen für das Rückfahrlicht. Und jetzt haben wir hier eben das normale Rücklicht und das Bremslicht. Und da werde ich jetzt eben zwei verschiedene Widerstände drauflöten. Das heißt einmal 720 und einmal 560 Ohm. Und die werden wir jetzt eben zusammen dahin löten. Und dann mit zwei Kabeln nach vorne gehen. Ja, wir kommen also zusammen jetzt da drauf. Auf der einen Seite. So. Wollen wir gar nicht so lange machen. Das reicht. So, jetzt haben wir da die zwei dran und jetzt da, ich schraube euch mal kurz ein bisschen runter. Ich hoffe, dass man sieht. Ich zeige es euch natürlich dann am Ende auch nochmal richtig. So, und hoffe, dass man es jetzt so auch erkennt, wie das aussieht. Das heißt, ich gehe jetzt zuerst mal hier, also wir haben jetzt nur 7,8 Volt. Keine 12, aber ich hoffe, man sieht es trotzdem. Das heißt, normal bin ich ja hier auf dem Einzelnen. So, erstmal auf dem hier. Und dann würde ich den dazu schalten. Das heißt, schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ich habe jetzt hier das normale Licht und ich hoffe, man sieht es auch auf der Kamera. Bei 12 Volt sieht man es natürlich noch deutlicher. Und das zeige ich euch nachher dann nochmal. Aber ihr seht, es wird heller, wenn ich den anderen Widerstand im Endeffekt dann dazu schalte. Und so kann ich jetzt das Rückfahrlicht und das Bremslicht zusammen mit den gleichen LEDs und den gleichen Kabel im Endeffekt fahren. Ja? So, das heißt, jetzt fahren wir hier mit zwei Leitungen nach vorne und dann verlege ich das Ganze und dann schauen wir uns das auch nochmal an. So. Ich habe mal die Kabel hier alle nach vorne gelegt und die Widerstände sind alle drin und so weiter und so fort. Und ich habe hier schon mal Strom angeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt hier den Plus und hier unser Minus. Und diesmal fahren wir auch mit den 11,6 oder 11,7 Volt rein, also mit dem 3S Lipo, damit wir jetzt hier mal die Lichter durchtesten können, ob das alles funktioniert oder ob ich die ganze Arbeit noch einmal machen darf. Also fangen wir mal an irgendwo. Also unser Rücklicht. Ich hoffe, man sieht es. Ja, geht. Ich habe es extra etwas dunkler gemacht jetzt. Das ist einmal rot, das nehmen wir für nachher nochmal, für den Unterschied. Das haben wir hier nochmal rot, okay. Und dann haben wir hier einmal Blinker rechts, links und einmal den rechten. Wunderbar. Jetzt schauen wir hier nochmal. Wir haben jetzt hier einmal rot. Ich gucke gerade, welches ich erkenne. Ist heller. So. Also das heißt, das ist das Fahren. Und wenn ich bremse, wird es heller. Ist doch perfekt. Also ich habe hier diese zwei Anschlüsse eben. Das heißt, einer kommt dann nachher auf das normale Abblendlicht mit drauf als Fahrlicht und das andere wird das Bremslicht. Fantastisch, oder? So, perfekt. Dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, denn einen habe ich noch. Und zwar habe ich mir die schlimmste Arbeit, glaube ich, wieder mal bis zum Schluss aufgehoben. Das heißt, wir haben ja jetzt soweit die ganze Beleuchtung eigentlich schon fertig. Wir haben die Rundumleuchten drin, wir haben das vordere Licht von der Zugmaschine mit drin. Wir haben die Rückstrahle und Rückleuchten von der Zugmaschine mit drin und jetzt vom Anhänger auch. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich hätte gerne hier, hier, hier und hier und an der Zugmaschine noch Positionslichter. Und da habe ich mir hier so SMD-LEDs gekauft. Die sind so futzi klein, ihr seht das. So, hier haben wir zwei Lötkontakte und hier werde ich immer vier in Reihe schalten.
Und dafür habe ich ganz normal im Internet einfach mit einem Widerstandsrechner das ausgerechnet. Geht relativ easy. Trage ich ein, wie viele die Werte eben von den LEDs und wie viele ich in Reihe schalten will. Und dann gibt er mir den Widerstand aus. Und wir werden jetzt also hier immer die Kabel durchziehen, den hier anlöten und dann einfach hier hinziehen und festkleben. Und im Endeffekt hält er dann mit den Kabeln. Aber ich werde es natürlich auch wieder erst testen, bevor ich alle fix einklebe oder so, bevor ich dann irgendwie was wegreißen muss. Ja. Das wird jetzt noch eine Friemelarbeit. Hier habe ich mir auch einen kleineren Lötkolben zur Seite gestellt. Den seht ihr gleich, das ist ein anderer wie der. Verlinke ich auch unten. Mit dem kann man solche kleinen SMD-Sachen einfach schöner löten, weil der eine viel, viel feinere Spitze hat. Ist auch ein anderes Lötzinn mit dabei, weil die Temperatur eine andere ist. Und genau, dann würde ich sagen, ich mache das jetzt hier mal und dann gucken wir, dass das auch alles so ganz schick wird. So, hier habe ich jetzt das ganze Gefutzel drin. Auf der anderen Seite, das haben wir ja auch schon gesehen. Also hier sind jetzt 8 von diesen SMD-LEDs verlötet. Und jetzt testen wir es gerade. Ich habe hier nochmal 7,8 Volt angeschlossen. Ist also ein bisschen dunkler dadurch natürlich. Und ihr seht, die leuchten alle rund. Das heißt, es fällt hier nachher gar nicht mehr so weit ins Gewicht. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Mal weg. Ja, ich glaube, man sieht es. Ich verlege jetzt noch die Kabel und wie gesagt, in die Zugmaschine vorne kommen auch noch zwei SMD-LEDs vorne rein in den Kotflügel als Positionslichter und genau, das mache ich jetzt auch noch schnell und dann ist dieser Part hier eigentlich soweit abgeschlossen. So, meine Freunde, diese Folge ist nun vorbei. Wir haben ultra viel geschafft. Das hat ewig gedauert in Echtzeit. Ich hoffe, ich habe euch das so gut es geht zusammengeschnitten, dass es nicht langweilig wird. Denn allein diese LEDs hier ringsherum einlöten, was jetzt am Ende noch passiert ist, das war über eine Stunde. Also die 8 plus die vorderen 2, da geht einfach Zeit drauf. Ohne Ende und das, obwohl ich ja oft schon Kabel vorbereite, die Löcher waren ja schon gebohrt und. Also da geht einfach viel Zeit drauf. Auch hier, das hat endlos gedauert. Wir haben ja hier die ganzen LEDs auch eingelötet, Kabel verlegt, nochmal alles durchgetestet. Es sind die Rücklichter reingekommen, wobei die ja hier wunderbar schnell gingen, weil ja da die Platine schon dabei war und das auch mit der Bremslicht super funktioniert hat. Absolut toll, freue ich mich richtig. Hier hat es länger gedauert, hier waren ja noch die ganzen LEDs noch einzubauen. Wir haben die Rundumlichter eingesetzt. Genau. So, was steht als nächstes auf dem Plan? Wir werden jetzt als nächstes einmal das ganze Ding testweise zusammenstecken, denn es ist ja auch noch das andere lackiert, das heißt hier vorne der Kühlergrill und das Gitter und so weiter, dass wir das jetzt einmal im Gesamten aufbauen. Ich werde im Hintergrund jetzt einmal noch die ganzen Kabel unten reinkleben, damit die schon mal beim Anhänger vorne liegen und hier ein bisschen gucken, wie wir die Kabel arrangieren. Werde hier und da noch ein bisschen beilackieren, wo ich eben Löcher gebohrt habe, wo es jetzt noch so rausleuchtet, dass wir da das alles wieder schick haben. Und wie gesagt, dann werden wir es einmal testweise im Gesamten zusammenbauen mit der lackierten Kipperbrücke etc., dass das alles schon mal fix ist und wir mal sehen, ob das auch so zusammenpasst. So.
Und dann geht es weiter. Ich habe mir hier so einen Koffer gekauft mit so einer Krimpzange und lauter so Steckdingern. Oh, ich hol's gerade mal raus. Habe ich noch nie gemacht, werden wir testen gemeinsam. Das heißt, hier habe ich Buchsen und Stecker und ich habe noch ein bisschen Lochrasterplatine hier, dass wir uns hier vielleicht so eine Aufnahme machen, wo wir dann für den Trailer einfach alles einstecken können und auf der Rückseite auch von der Zugmaschine vielleicht. Ich weiß noch nicht genau, auch vom Platz her, wie wir da hinkommen, aber so wäre es halt schön steckbar und schaut auch noch gut aus. So mal dieser Plan. Und dann müssen wir diesen ganzen Wulst an Modulen natürlich einbauen. Das heißt, die Leuchtmodule, Fahrregler muss rein, der Empfänger muss rein, etc. und so weiter. Hier kommt noch richtig viel natürlich jetzt dementsprechend rein. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie wir die Kabel und wie wir da überhaupt hinkommen. Deswegen wird nochmal eine spannende Nummer. Deswegen freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch Bescheid, wenn das nächste Video online geht. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!